Moinsen und willkommen zurück bei einer neuen Runde, vielleicht sogar schon der letzten, von Star Trek Voyager Elite Force. Wir sind hier am Hauptgenerator, der Forge, und wir sollen den platt machen. Mir scheint, wir müssen nachher die Teile kaputt machen. Jo. Das sieht effektiv aus, würde ich mal behaupten. Sehr gut. Noch der da drüben. Jo. Das ist. Wir haben es geschafft. Das war ein Ruckler. Kommen die ganzen Viecher. Passen Sie auf! Hui, die haben mich jetzt erschreckt. So, wir haben den Generator deaktiviert, der das Dämpfungsfeld hat. Und jetzt müssen wir die Luftschleuse finden, wo das Shuttle ist. Okay. Und wir haben gerade gesehen, das Schiff der Eterianer ist gestartet. Da, wo wir ganz am Anfang waren. Dass uns... wo hier unsere Leute in Stasis versetzt wurden. Ah, Kacke, das war nicht so schlau. Das machen wir kurz neu. Wir haben uns jetzt sehr viel selber Schaden gemacht. Okay, da hinten sind sie schon. Gut, speichern. Alex, hierher! Los geht's, Fenrich! Unbedeutende Kreaturen! Ihr könnt uns nicht aufhalten. Diese Forge ist die erste von Millionen. Wir werden die Saat aussetzen. Sie wird zu einer neuen Forge wachsen und weitere Tausende erschaffen. Ihr habt einfach nur das Unvermeidliche verzögert. Vorsorg wird eure Galaxie erobern und dann unzählige weitere. Zorro! Sie hat die Stimme wieder abgeblockt. Es muss sie überwältigt haben. Alex, hören Sie zu, wir müssen hier raus. Alles hier wird in die Luft gehen. Kommen Sie, gehen wir. Chang, nehmen Sie Zorro und bringen Sie sie zurück zur Voyager. Moment, was? Alex, wohin gehen Sie? Sie haben die Visionen gesehen. All das wird wieder von vorne beginnen, wenn ich diese Saat nicht aufhalte. Warten Sie, wir sollten... Nein, Sie müssen Zorro zurück zur Voyager bringen. Meine Entscheidung steht fest. Gehen Sie. Aber... Okay. Verhindern Sie die Verbreitung der Forge-Brut. Jetzt sind wir also ganz allein unterwegs. Na super toll. Hey, ihr Kackviecher. Alle mal sterben. Erschreckt mich nicht so. Oh Gott. Ich denke schon, da kommen irgendwelche bekloppten Viecher raus. Heilen wir uns erstmal so. Sterbt! Ah! So. Alles aufgeladen? Gut, dann gehen wir mal da hoch. Mal gucken, wo wir da hinkommen. Man kann nie oft genug speichern. Sag ich immer wieder. Dann stirbst du trotzdem. Ich habe so ein dummes Gefühl, dass jetzt... Viecher kommen, ja, ich sehe schon. Ich wusste es doch. Du Kacke. Fresst meine Granaten, ihr Kackviecher. Stirbt. Was ist das denn? Ein Waffenenergieterminal. Das sieht aber fett aus. Gucken wir uns mal an. Ach du geile Scheiße, ey. Das ist... ja, 999. Das, damit kann ich leben. Ja, du frisst noch das hier. Du auch. So. Und jetzt würde ich mal sagen... G.
gehen wir da mal hoch. Betrete neuen Bereich. Wo geht's hin? Das Duell. Fenrich Monroe? Fenrich Monroe, melden Sie sich. Mr. Monroe, Sie missachten Ihre direkten Befehle. Ich glaube, da vorne ist das Ende angesagt. Ich glaube, da will ich nicht rein, oder? Kommt, wir wissen doch alle, wir sterben garantiert, wenn wir da reingehen. Egal, ich will trotzdem gucken, was passiert. Oh ja, das tut weh. Aber wir sterben nicht, okay. Heilen wir uns nochmal an. Gut, und hier ist jetzt wohl das große Finale angesagt. Da ist was fette Teil raus, oder? Ne, doch, Granatkanone. Dummer Mensch, du kannst nicht hoffen, den Bausort aufhalten zu können. Wer... Was sind Sie? Ich bin der Bausort. Ich wurde von den Altehrwürdigen erschaffen. Ich soll ihre Programmierung durchführen. Die Saat wird eine neue Forge erschaffen. Wir können niemals aufgehalten werden. Warten Sie, hören Sie mir zu. In Ihrer Vision sah ich... Diese Maschine ist tausende von Jahren alt. Wie wollen Sie wissen, dass es Ihre Aufgabe ist, zu erobern? Ihre Erschaffer könnten genauso die Absicht gehabt haben, sie für Forschungen zu benutzen. Sie könnten Forscher gewesen sein, wie wir auch. Unsinn. Unsere Programmierung ist klar. Wir sind zur Perfektion konstruiert. Wir sind zum Sieg erschaffen. Aber über die Tausenden von Jahren könnte sich Ihre ursprüngliche Programmierung verschlechtert haben. Wissen Sie überhaupt noch, wer Sie erschaffen hat? Woher kamen Sie? Wie sahen Sie aus? Die Rasse, die sie erschaffen hat, könnte sogar ausgestorben sein. Ruhe! Die Saat wird ausgeworfen. Ihr sollt zerstört werden. So je. Ach du Kacke. Das kann ja was werden jetzt. Immer schön in Bewegung bleiben. Dann sterbe ich ja schneller, als mir lieb ist. Und mich nicht mich selber abschießen. Ah! Kommt, sterbt. Sobald die Saat die Ladekammer erreicht, kann nichts mehr getan werden, um sie aufzuhalten. Kommt, sterbt, ihr Kackviecher. Sterb! Stirb, 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 komm! Sag jetzt mal deinen Kreaturen, du Spacko! Die sind erbärmlich! Dein Tod wird süß schmecken, halt die Schnauze! Was ist am Ende? Du bist am Ende, mein Freundchen. Deine komischen, schmierigen Viecher hier raus. Nicht machen können. Ah! Oh, so günstig. Oh, natürlich. Kommt ihr genau dort raus, wo ich lang will. Deine Kacke. Das reicht mir aber hier. Und Monroe, wir werden Ihnen beistehen in Ihrem Kampf.
Mehr Speisung für die Flammen des Krieges. Oh, die helfen uns, wie freundlich. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich muss mich mal heilen. Meine Güte, da klingelt ja mit einem Kampfestelefon. Okay, weiter geht's. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach ja, die Viecher sind immer noch da. Komm, stirb. Mir scheint, wir haben was kaputt gemacht. Saat aufgehalten! Muss fort, zu gefährlich! Kommen Sie mit uns! Nein! So brüllt der jetzt so. Nein! Die Saat, das darf nicht sein! Unverschämtes Wesen! Koste diesen unbedeutenden Sieg aus, Mensch! Wenn du auch die Saat aufgehalten hast, so werde ich doch zeigen, wie unwichtig du bist. Ich glaube, es kommt der große Marco selber raus. Das sieht irgendwie eklig aus. Aber ich glaube, mit den Fühlern da vorne dran hätte ich mal ein wunderbares Erlebnis beim Zungenkuss. Komm, friss. Ich renne nicht. Dann renne ich lieber weg. Komm, friss. Erkenne dein Schicksal. Ich werde sicherstellen, dass dein Tod so lange und qualvoll sein wird, wie die tausenden von Jahren meines Lebens. Komm, hör auf, deinen Schnulli zu reden, Junge. Deine Schmerzenfeier werden eine Symphonie des Schmerzes sein. Ja. Ich sollte mich nicht von dem Zeug hier treffen lassen, was der macht. Blut soll wie süßer Nektar von meiner Zunge tropfen. Ich habe keine Energie gleich mehr für das Ding. Komm, friss, friss, friss. So, jetzt bin ich böse. Photon-Torpedo. Holz, Feuer, frei. Autsch, das war nicht so gut. Immer schön in Bewegung bleiben. So. Aua. Neue Waffenenergie holen. Das füllt aber sehr, sehr auf. Geil, sogar die Waffen füllt das auf. Und dann können wir weiter feuern. Friss, 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 du Arsch. Gegen meinen Photon-Torpedos hast du nichts zu sagen, du dummes Vieh. Dies ist nur ein unbedeutender Rückschlag für den Vorsort. Wir sollten umkehren. Wir werden bereit sein für Sie. Impulsantrieb hat volle Energie, Captain. Bleiben Sie dran, Mr. Paris. Die Forge wurde zerstört. Wir haben es geschafft. Was ist mit den anderen Schiffen? Einige haben es herausgeschafft. Captain, ich empfange eine Nachricht von den Ätherianern. Sie danken uns für unsere Hilfe und setzen nun Kurs auf ihre neue Heimat. Captain, ich habe neue Angaben über unsere Position. Wir sind immer noch im Delta-Quadranten, aber wir sind über 200 Lichtjahre näher am Alpha-Quadranten. Also haben wir ein paar Monate eingespart. Nicht schlecht. Bringen Sie uns wieder auf Kurs nach Hause, Mr. Paris.
Offenbar hat Ihr Plan funktioniert, Fenrich. Ja, ich gratuliere, Monroe. Das war gute Arbeit. Ihre Leistung war recht zufriedenstellend. Sie scheinen verletzt zu sein. Sie sollten sich auf der Krankenstation melden. Ja, Sir. Alex? Tertia, hi. Ein Penny für Ihre Gedanken. Was ist ein Penny? Ich weiß nicht. Es ist nur eine alte Redensart, die ich einmal von Paris gehört habe. Das war eine schöne Andacht. The Beastmen und die anderen. Ja, für eine Beerdigung. Sie konnten ihnen nicht helfen, das wissen Sie doch. Sie haben ihr Bestes gegeben. Die anderen kannten das Risiko, es waren Profis. Ich weiß, aber als Sie auf dem eterianischen Schiff verschwanden, habe ich mir dasselbe gesagt. Dadurch habe ich mich jedoch auch nicht besser gefühlt. Sie können sie nicht wieder lebendig machen. Sie dürfen nicht in der Vergangenheit leben. Sehen Sie in die Zukunft. Ihre Zukunft wird strahlen. So, wirklich? Aber sicher, vertrauen Sie mir. Ist das hier eine Privatfeier oder können wir mitmachen? Wie geht es Ihnen, Monroe? So gut wie zu erwarten, nehme ich an. Lieutenant Monroe? Das neue Abzeichen steht Ihnen gut, Lieutenant. Danke, Sir. Wir haben uns am Ende ziemliche Sorgen gemacht. Mr. Monroe hat seine Befehle missachtet und das Fluchtshuttle nicht bestiegen. Es tut mir leid, Sir. Ich hatte noch etwas zu erledigen. Das wissen wir, Lieutenant. Wir alle haben die fremdartigen Visionen gesehen. Sie haben getan, was sie tun mussten. Es war lobenswert. Sie waren bereit, sich für das Ganze zu opfern. Sie und Ihr Team haben wirklich gute Arbeit geleistet. Das Hazard-Team hat sich als wertvoller erwiesen, als wir erwartet hatten. Die Sternflotte könnte Ihre Idee vielleicht aufgreifen, wenn wir wieder daheim sind, Tuvok. Ich danke Ihnen, Captain. Doch ich denke, der Erfolg des Teams ist eher Mr. Monroe zuzuschreiben. Es hat einige Zeit gekostet und ein beachtliches Maß an Anstrengung. Aber Sie haben sich als der herausragende Offizier und geborene Anführer erwiesen, für den ich Sie schon immer gehalten habe. Danke, Sir. Ich dachte, Sie würden meine Entscheidung für zu impulsiv halten. Manchmal, Lieutenant, ist Instinkt besser als das, was Logik und die allgemeine Verfahrensweise vorschreiben. Um ein guter Anführer zu sein, muss man beides besitzen. Deshalb habe ich Sie damals gewählt. Ja, Sir, ich verstehe. Nein, Tuvok, höre ich da einen gewissen Stolz? Aber, Captain, es gibt doch sicher keinen Anlass, mich zu beleidigen. Okay. So. Da hätten wir das Spiel auch schon wieder geschafft. Ging doch schneller als gedacht. Und ja. Wir sind jetzt Lieutenant geworden. War ja eigentlich eine ganz angenehme Reise jetzt. Fand ich. Und ich muss mal schauen, vielleicht machen wir noch einen zweiten Teil, den habe ich auch noch rumliegen. Ja. Ist ja auch gar nicht, glaube ich, gar nicht so schlimm angekommen. Also, waren schon einige Zuschauer dabei für meine Verhältnisse und das ist ja gar nicht so schlecht, finde ich. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, schaut euch die Credits an oder schaltet beim anderen Video ein. Und wenn nicht, dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ciao.